So, Freunde, herzlich willkommen zur letzten Folge Anno 1404 diese Woche. Ich starte jetzt. Na, wo ist er denn? Den Timer und ab dafür. So. Zeit läuft. Wir sind drauf und dran, hier Lederwämser herzustellen. Für unsere heißgeliebten Patrizier. Dafür brauchen wir eine Schweinezucht, die produziert die Tierhäute für die Lederwämser. Und wir brauchen Salz für die Lederwämser. Und damit wir die halt hier gerben können, brauchen wir noch einen Flussbauplatz. Müssen wir nämlich im Wasser machen anscheinend. Sowas ist zum Beispiel in Sode vorkommen. Ne? Das ist ja schon mal was. Ich würde sagen, wir machen das ohnehin getrennt. Also hier bitte den folgenden Moment, Auftrag an. Liefern Sie mit Hilfe eines Schiffes Hilfsgüter zu den markierten Inseln. Die Hilfsleistung wird für jede Insel besteht aus 15 Tonnen Holz, 5 Tonnen Hanf und 5 Tonnen Eisen. Ja, ist doch kein Thema. Aber vorher kümmere ich mich um mein Salz. So, ich glaube, man kann nur eine, wie heißen die Dinger, Saline pro Salzmine bauen. Ähnlich wie bei den Steinmetzhütten. Ah, die braucht Kohle. Verflucht. Kohle haben wir zum Beispiel hier. Das wäre dann natürlich ideal, wenn man jetzt Kohle und Sohlevorkommen direkt nebeneinander hätte. Naja, da ist ein Sohlevorkommen und... Ne, das ist Erz. Mist. Na, okay, egal. Macht nichts. Dann müssen wir einfach separat nochmal Kohle abbauen. Was ist das denn? Ein Kohlevorkommen. Benötigt Bäume, produziert Kohle. Ach so. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt keine. Ja, ist in Ordnung. Direkt einen Stein vom Herzen. Merkt ihr denn nicht, wie unzufrieden? Ja, sollen die Patrizier doch empört sein, mir doch egal. Schließlich sorge ich gerade für Lederwämser, dann sollen die auch zufrieden sein. Aber kann ich denn dieses Kohlevorkommen nicht nutzen hier im Bergbau? Muss das denn Holzkohle sein? Ja gut, von mir aus, dann lass es halt Holzkohle sein, aber ich meine, das ist ja eine riesen Platzverschwendung. Ja, dann mach du mal dein Ding. So, jetzt hast du Kohle, jetzt hast du Sohle, dann kannst du Salz produzieren. Wunderbar, Bums, Fallera. So, dann hätten wir schon mal Salz, check. So, dann brauchen wir jetzt nämlich noch eine Schweinezucht und die Gerberei. So, eine Gerberei, die muss jetzt auch an einem Markthaus gebaut werden. Damit die sich nämlich... Ach, da ist ja ein Markthaus. Das ist praktisch. Damit die sich nämlich... Oh, das ist auch noch so gerade eben im Einflussbereich. Damit die sich nämlich von da das Salz dann holen kann. Da müssen wir jetzt leider hier die Schweinezucht hinmachen. Einmal und noch einmal, da fehlt das Werkzeug. Eine Tonne jetzt. Komm, sieh zu, dass du Land hier winnst hier, Freundchen. Zack. Wunderbar. So, dann bauen wir hier einfach direkt mal so einen Weg dahin. Da brauchen wir keinen Weg. Aber ihr braucht noch Schweineställe. So, passt. So, jetzt hast du Tierhäute von den Schweineställen und Salz aus dem Markthaus. Damit könntest du jetzt Lederwämser produzieren. Und streng genommen bräuchten wir genau so eine Produktion jetzt noch einmal, damit das lübt. Und weil hier auch direkt noch ein... Ah, jetzt fehlt das Werkzeug schon wieder. Ja gut, dann müssen wir uns der Sache halt später wieder annehmen.
Allerdings verbrauchen die jetzt auch dauernd Werkzeug, wenn die hier die Sachen holen, ne? Wenn die hier wenn die aufsteigen, meine ich. Pass auf, was kostet die Welt? Wir leben ja in Reichtum. Wir gehen uns einfach eben ein bisschen Werkzeug kaufen. So, brauchen wir Holz, wenn ich gerade mal da bin? Ne, Holz brauchen wir nicht. So, dafür haben wir 22 Minuten Zeit und dafür brauchen wir auch gar kein Werkzeug. Das ist ja schon mal was. Bloß Hanf und Eisen. Haben wir eigentlich Eisen auf der Kante? Oder Hanf? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, Eisen haben wir. Hanf haben wir keins. Wo war denn nochmal unsere Hanfproduktion? Nee. Da. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Der hat uns Werkzeug verkauft. Das ist ja schon mal was. Könnten da mal eben einen Weg hinbauen. Vielleicht holt er dann ein bisschen Hanf ab. Hier können wir auch einen Weg hinbauen. Streng genommen können wir auch da einen Weg hinbauen. Dann sehen wir mal zu, dass wir Hanf kriegen. Das wird jetzt vielleicht noch nicht in dieser Folge geschehen. Vielleicht aber in der nächsten, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. So, hier haben wir 20 Tonnen Werkzeug. Das ist ja schon mal besser als nichts. Dann hätten wir jetzt 28. Falls sie nicht schon wieder was verbraucht haben hier. Ach nee, falsche Insel. Na, siehst du, ist schon wieder eine Tonne weg. Tut mir leid, aber ich muss jetzt gerade nochmal das Baumaterial sperren. Das ist nur gut für euch. Glaubt mir. Aber hier sind schon mal alle zu Bürgern aufgestiegen. Das ist ja schon mal was. So, dann müssen wir jetzt mal gerade... Obwohl, eigentlich können wir schon mal anfangen. Und zwar können wir da eine Gerberei hinsetzen. Und dann, da könnte ein Schweinestall hinpassen. Mist, du brauchst 4. Zurück! Kommando zurück. Funktioniert nicht. Verbaut. Scheiße. Tut mir leid, mein Herr. Sie wohnen jetzt neben dem Schweinestall. Nee, komm. Na bitte. Ich wollte schon sagen, da passen jetzt auch keine 4 hin. 2 Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Oh. Da geht's jetzt zur Sache. Kann man sich bei dir nochmal einschleimen, ja, ne? Meine Dienste sind Gold wert, sagt sehr gut. Und bei dir? Wie könnte ich böse ja. Willst du handeln? Ne, noch nicht. Wie könnte ich böse sein? Weil ihr mich bewundert. Ja, super. Willst du ganz sicher nicht handeln? Du willst ganz sicher nicht handeln. Verdammt. Das Ding ist, wenn man einmal einen Handelsvertrag mit denen hat, dann kann man sich da bei denen durch Handeln hocharbeiten. So, bück dich hoch, so, weißt du? Wenn man da ganz oft mit denen handelt, dann sind die zufrieden mit einem. Super zufrieden mit euch. So. So, Spielstand wird gespeichert. Das ist ja schon mal was. Ne? Über jeden Autosave bin ich ja froh. Spiel gespeichert. Danke. So. Ja, wenn es da halt nicht langt, dann... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Du hast doch so einen riesen Einflussbereich, ne? Eigentlich könnte man doch... Ach, andererseits haben wir auch jede Menge Platz, also... Die Details bleiben besser unter uns. Können wir auch einfach hier so Bums machen und fertig ist die Laube. Das war jetzt natürlich... Hätte man besser lösen können. Vergnügliche Entwicklung. Ach, dann mache ich es halt selbst. Dumm ist es. Nee, es ist doch gar nicht so schwer. Ohne dem Holzfäller in die Quere zu kommen.
So, aber dennoch brauchen wir noch mehr Salz, oder? Könnte das langen? Ja, wäre ich mir nicht so sicher. Meine Stunde hat geschlagen. Super. Vielleicht müssen wir auch einfach mal ohne Ende Militär machen. Dann denkt er nicht dauernd, dass wir nicht mit ihm mithalten könnten. Und dann sinkt auch der Ruf nicht. Aber dafür muss man halt erstmal ohne Ende Militär machen. Und das ist halt ohne Ende teuer. Ach, jetzt brauchst du auch noch Kohle. Mann, ich könnte... Das ist eine Heidenplatzverschwendung. Guck dir das an. Naja, noch langt's ja. So, meine Herren, sie dürfen. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Na, das kommt ja wie gerufen. Muss auf einem Flussbauplatz errichtet werden. Wer hätte damit rechnen können? Benötigt Holz, produziert Papier. Und dann gibt's die Druckerei. Naja, macht ja nichts. Wir haben ja noch zwei Flussbauplätze übrig. Ach, verflucht. Moment. Nee, ist alles gut. Du musst nur schneller arbeiten. Na, jetzt fehlt der Stein. Ich. Weißt du, das ist so das Ding, ne? Du legst ein Teil, eine Produktion, legst es still. Und dann verpeilst du die wieder zu aktivieren, bevor du davon nichts mehr hast. Du, das Ding ist, das Markthaus kommt jetzt gerade nicht hinterher. Hier ist alles voll, da ist alles voll, dort ist alles voll. Man könnte jetzt natürlich auch einfach noch ein zweites da dran bauen. Zum Beispiel hier. Man könnte es auch einfach aufrüsten. Dafür fehlen die Steine. Zumindest einer noch. Na komm, sieh zu. Da ist doch jetzt... Mach! Sehr gut, Stein ist abgeholt, gleich ist er da. Komm, mir juckt schon im Zeigefinger hier. Zack! Wunderbar. Jetzt sollte das einigermaßen laufen da. Ja, dann haben wir ja zwei Bauplätze für die Gerbereien. Dann machen wir zwei Bauplätze für den Buchdruck. Dann läuft der Hase, würde ich sagen. Wie geht's eigentlich den Nomaden? Um die kümmern wir uns halt auch gar nicht. Ne? Die wollen halt auch was haben. So Milch und eine Moschee und Teppiche und so. Ne? Und die kann man sich dann mal kümmern, wenn es soweit ist. Wenn man mal wieder was braucht von denen. Ja, aber das dürfte dann ja eigentlich so weit einigermaßen laufen. Ihr Speicher ist aufgebraucht. Jetzt kommt die Meldung schon wieder. Ich werd mich mal schlau machen, was das zu bedeuten hat. So, Hanf, ach. Oder Laderaum voll, ja, verflucht. Wir brauchen Hanf für diesen Auftrag. Vielleicht mache ich auch einfach noch mal eben hier so ein Moped. Vielleicht kriegen wir dann ja ein bisschen Hanf. Mal ins Lager. Ich meine, im Zweifelsfall verkaufen wir es halt wieder oder legen es still. Ich meine, Hanf kann man mit Sicherheit ganz gut verkaufen. Würde ich mal sagen. Ist ein bisschen Gras ticken. Aber ich glaube, zu diesen Zwecken wird dieses Hanf nicht benutzt. Besser ist es. So, jetzt haben wir da noch zwei zusätzliche Produktionen. Dann könnte das ja einigermaßen funktionieren. Seile haben wir auch ohne Ende. Wir könnten sogar noch mal ein Schiff machen. Nochmal ein Kriegsschiff. Vielleicht hält der Kollege Barfuß dann ja irgendwann mal die Klappe, dass,
dass er nicht mit uns mithalten könnte. Was ist das eigentlich? Ein Armenhaus. Der Makler bietet bis zu 500 Bettlern Obdach. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Hey! Was? Vor meiner Tür? Ach so, er greift mein Kriegsschiff an. Ja, das ist natürlich sehr empfehlenswert. Zumal sogar gleich noch ein zweites Kriegsschiff dazukommt. Ja, vielleicht sollte man hier so ein Armenhaus auch mal bauen. Ich meine, kostet ja nicht viel. Zum Beispiel hier. Machen wir ein Armenviertel draus. Dann beschweren sich auch die Patrizier nicht mehr dauernd. Bitte. Ein gottgefälliges Werk. Haben wir nicht mehr ganz so viele Bettler in der Stadt. Was genau das für Nachteile hat, weiß ich allerdings gar nicht, wenn man Bettler in der Stadt hat. So, kann ich mich nochmal bei dir einschleimen? Nee, nicht wirklich. Eieiei. Timer abgelaufen. Ja, Freunde. Was? 6000? Fertiggestellt. Nee, habe ich gerade nicht auf der Kante. Tut mir leid. Davon abgesehen versenke ich jetzt mal eben dein Schiff. Und das ist die letzte Amtshandlung dieser Folge. Bums. So, jetzt kannst du nochmal schnell zum Reparaturkran fahren, denn bei dir ist gleich Land unter. Oh, Treibgut. Halbes Steuerrad. Ob man das noch flicken kann? Bringen wir das halbe Steuerrad mal eben in den Kontor. Ja, okay, wir sind durch mit dieser Folge. Freunde, ich wünsche euch was und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.